Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Haul, das gab es schon lange nicht mehr. Ich guck mal, ob alles easy peasy da sitzt und ich einigermaßen in Ordnung aussehe. Ich bin gerade echt müde, ich habe gerade was gefuttert, mal wieder. Man sieht es mir ja nicht an, ne? Und ja, ich wollte ein Haul, so. Jetzt bin ich wunderhübsch für euch. Ich zeige euch, was ich geshoppt habe. Ich habe zum einen... das sind verschiedene Käufe gewesen, muss ich sagen. Ein Pinselset kommt noch. Verschiedene Pinsel von Jaclyn Hill und Morphe gekauft. Ich muss sagen, im Moment sind das die besten. Also im Moment finde ich die Qualität besser als die von Jeffree Star. Ich kann euch mal einen Jeffree Star Pinsel zeigen. Und Morphe, ich finde, man sieht schon anhand des Schnittes, dass das so ein bisschen auseinandergefranst ist. Ich bin gespannt, wie die sich machen, wenn ich sie wasche. Ich habe hier vor allen Dingen diesen kleinen Scheißerchen. Der ist so gut. Also, das ist so ein kleiner, ja, ich würde sagen, so ein kleiner Pencilbrush, den man halt eben gut entweder im Innenwinkel was Cremiges verteilen kann. Das ist ein synthetischer. Ich habe Pencilbrushes, glaube ich, nur... Echthaarpinsel bis auf Morphe, also bis auf den hier. Das sind fast identische und den wollte ich auf jeden Fall nochmal haben. Das ist die 39 bei Jaclyn Hill und beim Jeffree Star ist es die 13. Und ich muss sagen, ich liebe den und deswegen durfte der nochmal mit. Dann habe ich eben, wie gesagt, so einen kleinen, das ist die 40. So ein Mini-Blender, also wirklich ganz, ganz kleiner Blender, ganz spitz zulaufend. Wenn man hier unten was hat, kann man das ganz gut verblenden. Also ich freue mich richtig darauf. Ein Pinsel werde ich weiter verkaufen sozusagen. Der ist nichts für mich. Ich mag die flachgebundenen nicht. Das ist so ähnlich wie der von Zoeva. Genau. Das ist die 227 von Zoeva und von Jaclyn Hill ist es die 50. Die mag ich nicht so. Die zwei dürfen mich wieder verlassen. Also beide verlassen mich. Genau. Muss noch ein Bild machen. Oh, ganz toll. Nee, ich bück mich jetzt nicht. Dann habe ich noch ein so ein. Das war die Nummer 44. Und hier habe ich die 42. Das ist nochmal so ein kleiner Dateischäder. Den habe ich auch von Zoeva schon. Den habe ich heute nämlich benutzt in dem Video, glaube ich. Also ich bin mir nicht so sicher, weil... Mein Kopf ist so, naja, so kleine Pinsel sind gar nicht mal so übel, sag ich mal. Weil man kann echt gut da dran arbeiten. Und ich habe zurzeit einfach gerne einen Hingucker im ersten Drittel unten an der Wasserlinie. Also ein bisschen weiter runter. Und ja, deswegen, ich habe aber gedacht, das wäre der hier nochmal. Macht nichts. Im anderen Pinselset kommt der da nochmal. Ja. Ja, ich bin super gespannt auf die Pinsel. Dann nochmal, wie gesagt, die 33, was war das? Die 50. Der ist auch so, aber er ist noch ein bisschen flacher und gefällt mir von der Form her, weil ich ja nicht so ein großes Auge habe, gefällt er mir einfach besser. Und der hier finde ich richtig gut, weil er spitz zuläuft und man kann wirklich gut in der Lidfalte arbeiten. Also ich habe den auch schon des Öfteren benutzt, wie man sieht. Die Verpackten sind heute erst angekommen. Heute Morgen, heute Samstag. Ich war kurz mein Auto abgeben und dann bin ich am Briefkasten und war ganz überrascht, dass sie schon da waren. Hat mich super natürlich gefreut. Und ja, freue mich, sie benutzen zu können und euch halt zu präsentieren. Wie gesagt, für den Innenwinkel, man kann wirklich gut smudgen. Ich werde die mal auch in einem Video benutzen. Ich werde so allgemein, also wenn es ein Pinselset gäbe, welches ich kaufen würde, würde ich das entweder von James Charles das Große nehmen oder von Jaclyn Hill das Große. Genauso wie die Augenpinsel. Also die finde ich wirklich gut bedacht. Von Jeffree Star. Ich halte halt nichts von so synthetischen Pinseln irgendwie. Ich finde diese Art von Pinselhaare viel besser. Ich glaube, das sind echte Haare, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung.
Genau. Ich versuche einfach irgendwie meinen Plan durchzuziehen. Dann habe ich mir zwei Kajalstifte gegönnt. Ich habe von Master Drama, von Maybelline, glaube ich, Color Tattoo. Master Drama kommt dann. Nee, nee, nee. Von Maybelline Color Tattoo habe ich mir welche angeguckt im Internet. Aber ich muss sie mal swatchen und gucken, wie die Konsistenz ist. Denn ich bin eine begeisterte, ein begeisterter Fan, sage ich mal, von meinem schwarzen Extreme Lasting Pencil von Essence. Der soll 16 Stunden halten. Er hält keine 16 Stunden. Vielleicht hält er auch 16 Stunden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hält er schon mal 3, ohne zu verschwinden. Na gut, da vorne. Aber er ist schon zuverlässig, sage ich mal. Zuverlässiger wie manch anderer teurer. Ich finde, ich würde keine 20, keine 24, keine 25 Euro für diese Urban Decay Glide on Eye Pencils bezahlen. Bin ich einfach nicht. Ja, will ich einfach nicht. Ich habe hier ein Duochrom von Asbahixia. So ist der Name. Wunderschöne Farbe, muss ich sagen. Es ist eben, wie gesagt, so ein ganz, ganz tolles Lila. Ich liebe das. Und das packe ich mir auch manchmal einfach nur hier hin. Da, wo ich jetzt so ein bisschen blau habe. Easy peasy going. Und dann habe ich noch ein mattes Grün, was echt schlecht von der Qualität ist. Ich muss es mit dem Feuerzeug aufwärmen. Da habe ich auch die Hälfte des Geldes wieder zurückbekommen, weil es einfach nichts, ja, nichts bringt, sowas eingestaubt ist. Also sie wollte mir eigentlich das volle erstatten, aber ich benutze es ja. Das ist Kult, das ist so ein Waldgrün. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ich weiß es nicht, ob ich ein Waldgrün von Urban Decay habe oder überhaupt ein Waldgrün. Naja, ich habe ganz viele von Urban Decay und auch andere. Also Essence, Urban Decay. Ah doch, von Trended Up habe ich einen. Der von Trended Up geht aber ein bisschen so in die blaue Richtung. Der intensive ist von Trended Up und das ist Kult von Urban Decay. Und von Trended Up ist es die 030. Trended Up ist zum Empfehlen. Kult nicht so. Jetzt kann ich wenigstens die Stifte einräumen. Dann entsteht hier nicht immer das ewige Chaos. Dann hat mich schon sehr, sehr lange ein Concealer interessiert. Aber um ehrlich zu sein, bin ich auch zu geizig geworden, Produkte zu benutzen, zu kaufen, die ich eh schon habe. Ich habe super viel noch in meinem Kleiderschrank. Guckt bitte bei meinen Insta-Sale. Vielleicht ist was für euch dabei. Wenn es euch zu teuer ist, dann sprecht mit mir. Ich bin immer bereit, irgendwie zu gucken, ja. Also für lau auch nicht. Das sage ich euch, weil ich ja selber Geld investiert habe. Aber für kleines Budget, immer. Tarte, Shape Tape, nee, Shape Tape, Shape Tape? Ja, Concealer in der Farbe Fair. So eine Miniatur, hätte ich gewusst, dass da nur 1 Milliliter drin ist, hätte ich mir wahrscheinlich nicht zugelegt. Ich bin super gespannt, wie der ist. So viele nutzen ihn. Und wenn er gut ist, würde ich ihn mir auch nachkaufen. Da tut mir 20 Euro nicht weh, weil ich weiß, da sind einfach 10 Milliliter oder sowas drin. Relativ viel für so ein Produkt. Klar, wenn ich mit Catrice Liquid Camouflage auskomme und da sind 5 drin und es kostet nur 5 Euro. Ist immer noch günstiger, sag ich mal, als für den 20 zu zahlen, ne, wenn er 10 Milliliter. Aber das ist, kommt drauf an. Also, wir testen den auf jeden Fall mal zusammen und ich auch alleine. Und deswegen, ja, genau. Das nicht. Müll, Müll, Müll. So, dann habe ich mir die Hourglass Palette im Ambient geholt. Metallic Strobing Lightening Palette. Ja, Strobe. Die habe ich heute auch mit euch zusammen im Video benutzt. Also, wenn ihr die Palette, die ich euch gleich zeigen werde, seht, dann habe ich das hier mit euch zusammen benutzt. Es ist overhyped, glaube ich. Es ist, was soll ich euch sagen? Es ist so wenig drin und kostet so viel. Man kommt mehr damit aus, weil sie gebacken sind. Das kann ich euch auch sagen. Aber da sind 3 Gramm drin.
Wahrscheinlich 3 mal 3 Gramm, aber trotzdem. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, da sind doch schon leichte kleine Glitzerpartikel drinne. Wenn man sie so euch zeigt, dann nicht. Aber wenn man sie dann mit einem Pinsel aufträgt. Naja, wenn man das einpoliert, nicht. Aber wenn man das dann mit einem Pinsel aufträgt, finde ich schon, dass so leichte, die fliegen zwar weg, also ich sehe sie jetzt nicht. Ich sehe jetzt so einen schönen Glow, aber sie waren da. Sie waren da und das hatte ich auch im Video erwähnt gehabt. Ich meine, dadurch, dass ich überall hier heute glitzer, weil ich einfach mein Augen-Make-up nach meiner Foundation gemacht habe, ist auch wurscht, ne? Aber nochmal, ich glaube nicht, dass ich das nochmal kaufen werde. Also für mich machen die Produkte einfach nichts. Ich bin jetzt 30. Es sieht nett aus. Also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt auf einen Highlighter konzentriere, eine Palette, ich glaube, okay, wäre es schon. Also dann würde ich das halt nehmen und gut ist. Ja. Aber ich würde sie wahrscheinlich nicht nachkaufen für 70 Euro. Echt happig, oder? Also ich weiß ja auch nicht. Was haltet ihr davon? Dann bei irgendeiner Bestellung, also irgendwo bei irgendeinem Mädel, hat die mir noch so mein Little Beauty Pretty Drops reingemacht. Also ich vermute, das sind Gesichts-, also Zink und Vitamin A, riecht echt nett. Werde ich auch mal probieren. Dann habe ich eine kleine Foundation-Probe noch dazu bekommen. Idole Ultra Wear 04 Natural Beige. Ja, oder Beige Natural. Könnte etwas dunkel sein, aber gut. Wir werden probieren und ja. Also ich fand ein bisschen die Aussage von dem Mädel, ich pack dir mal was ein und möchte nicht mit dem Preis runtergehen. Das waren 80 Cent, ne? Oder denke ich mir auch. Na dann, wenn du nicht willst, dann werd glücklich mit 80 Cent. Ja, ich habe halt gerne gerade Beträge und es war so ein ungerader Betrag und 80 Cent waren so, ne. Ja, dann hatte mir ein anderes Mädel, bei der ich diese Khaki-Palette, Hazel Beauty, Huda Beauty Hazel, das ist eine neue Kollektion, Obsession. Ich mag diese kleinen Paletten doch sehr. Also die große, ich habe nur noch die große New Nude mir aufgehoben, aber ich muss sagen, diese Palette hat mich angesprochen. Ich finde auch das Design irgendwie cool. Dieses Grünliche ist mal was anderes, sage ich mal, wie die ganze Zeit. Es ist halt einfach Herbst. Und ich habe noch die BH Cosmetics grüne Palette, die ich noch gar nicht getestet habe. Ich habe hier sofort ein Duochrom gesehen und nochmal so ein, ja, rosa Gold, aber ich weiß nicht, ob das nur so getoppt ist. Ein Khaki-Ton und noch ein schimmernder Khaki-Ton. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut und ich finde es auch optisch echt ansprechend. Es wäre ein nettes Geschenkchen, sag ich mal. Und sie hat mir einen Highlighter reingelegt. More Than Glow Highlighter von Catrice. Und der ist, kommt der Ambient Light Palette echt nah. Also wenn der kein Kracher ist, da muss man wirklich aufpassen. Das hat so einen roségoldenen Ton. Werden wir probieren. Ich glaube, die sind ins Standardsortiment gekommen, oder? Sie hat gesagt, sie hat die neu pressen müssen, weil er kaputt ankam. Aber ich soll die mal probieren, der wäre cool. Und ich finde sowas einfach so liebevoll, wenn einfach jemand anderes, jemand, den er nicht kennt, beschenkt. Also ich finde es toll und mache es ja selber. Manchmal vergesse ich da was reinzumachen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja so viel, ihr wisst ja. Aber im Großen und Ganzen versuche ich dran zu denken. Manchmal bin ich schneller im Verpacken und denk nicht drüber nach, noch was anderes reinzumachen. Und dann ist das Kuvert schon zu. Und dann bleibt es auch zu. Also es ist mir vielleicht zweimal passiert, dass ich was vergessen habe. Dann habe ich mir eine neue Palette von Dominique Cosmetics gekauft. Da habe ich gesehen, gab es bei Beauty Bay ein Sale. Dominique Cosmetics. Und 2, 4, 6, 8, 10, 12 Farben sind drin. Und ich liebe, 12 mal 1,2 Gramm. Habe sie heute mit euch benutzt. So sieht das Scheißerchen aus. Das heißt, Celeste
Tailstorm-Palette. Und so sieht sie von innen aus. Ich muss sagen, ein bisschen kleiner wäre schon schöner gewesen. Nicht so ein riesen Oschi. Die Fännchen finde ich übrigens super interessant. Ganz tolle Qualität. Also wirklich gute Qualität. Wenn ich einmal so reingehe, egal in welchen Ton, ihr habt einfach Produkt drauf, ne? Das habe ich. Natürlich habe ich das bei den teuren. Es kostet ja auch einen Fuchs, ja? Aber ich liebe einfach die Qualität. Also Dominique Kosmetik, ich hatte die Lemonade, ich hatte die Latte Palette, die erste, und jetzt habe ich mir die zugelegt. Ich finde sie gut. Also ich muss sagen, ich finde die wirklich gut. Ich kämpfe hier gerade mit meinen Swatches. Ganz, ganz tolle Palette, werde ich auf jeden Fall reviewen. Also mehrere Looks machen. Ich habe gesehen, im deutschsprachigen Raum gibt es gar nichts. Auch keine wirklichen Looks. Also ich weiß nicht. Die Amerikaner machen halt immer so was Aufwendiges. Wisst ihr, was ich meine? So 75 Cut Creases, ja, das sieht ganz toll aus, aber dafür habe ich die Zeit nicht. Also seltenst, dass ich so viel Zeit habe für einen Look, Alltagslook. Für mich müssen Paletten einfach im Alltag gut funktionieren. Die Farben gefallen mir, ich trage das, was mir gefällt. Und die gehört einfach dazu. Und auch wenn sie lila, pink und türkis ist, ich finde sie einfach gigantisch. Also ich finde sie toll. Es war wirklich ein schöner Kauf. Ich bin super zufrieden mit meinem Augen-Make-up. Ich kann null meckern. Außer, dass ich gerade müde bin. So, dann kommen wir zu der einen Palette. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, ob ich sie euch schon vorgestellt habe. Im letzten Haul. Das habe ich noch nicht mal bearbeitet. Noch nicht mal hochgeladen. Norvina Volume 1. Habe ich schon durchgetestet. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Würde ich, würde ich weiterempfehlen. Also wer auf jeden Fall lila mag. Lila, ja. Überwiegend lila. Lila und so hässliche Senftöne mag, der ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, womit man das so kombinieren soll. Ich finde es echt nicht schön. Aber die lilane, richtig geil. Also, wenn ich ein Make-up-Artist wäre, dann würde ich sowas holen. Würde ich mir die Fännchen zusammenstellen aus den ganzen Paletten, die mir gefallen. Oder eine Palette lila machen, eine Palette orange. Wisst ihr, was ich meine? Eine grün, eine blau. Ganz, ganz toll. Also, mir gefällt es. Norvina 1, die habe ich benutzt gehabt und die hat mir so gut gefallen, Leute, dass ich mir die 3 bestellt habe. Dann habe ich die 1er getestet, die 3 lag noch da. Die 3 ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Die 3 ist genauso gut, mindestens genauso gut wie die 1. Ich muss sagen, aber mein Farbschema ist es nicht ganz so. Hier fehlt mir einfach ein, ja, mir fehlt da einfach was. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme nicht so richtig mit ihr zurecht. Sie hat tolle Looks gezaubert, aber wegen einzelnen, wegen 3 Tönen oder sowas hebe ich die Palette nicht auf. Da habe ich lieber die Norvina 1. Die 3 werde ich wieder weiter abgeben. Die habe ich jetzt genug getestet. Ich habe alle Farben getestet, bin ich der Meinung. Alle waren auf jeden Fall auf... Also eine nicht. Eine nicht, ja. Gar nicht getestet und... Ansonsten, man, natürlich kann man was mit der machen, ja. Aber ich greife dann lieber zu der lilanen. Ja. Lila ist halt eher so mein Schema, deswegen kommt die jetzt auch raus aus meiner Sammlung. Ich wollte sie euch nur mal vorstellen. Und jetzt darf sie auch schon wieder gehen, ne? Ja, genau. Dann habe ich, weil es ja so mir gefallen, ich bin ja so eine crazy Tante, wenn mir was gefällt, dann muss alles haben, haben, haben. Dann habe ich mir nochmal die Zodiac geholt. Irgendwie hat sie mich angesprochen. Fragt mich nicht, warum. Mir haben die Töne auf einmal so gut wieder gefallen, dass ich sie wieder haben wollte in der Sammlung. Und jetzt, wo ich sie da habe, denke ich so, okay. Naja, wir werden schon auf jeden Fall was Tolles zaubern können. Ich finde, sie hätten sie sehr ein bisschen kleiner machen können. Einfach, ja? Vielleicht auch so in Reihe und Glied, Mann. Ich brauche nicht so... Ja. Naja, es ist auf jeden Fall eine schöne Palette. Ja. Sehen, dass ich sie jetzt wieder da habe. Oder es war mal eine schöne Palette. Ja, wir werden gucken,
was wir drauf zaubern. Und weil es mir ja so gut gefallen hat, da mit den Novinas, mussten diese zwei auch noch mit. Also, ich habe sie noch nicht benutzt. Sie kam von Beauty. Nee, von Sephora. Bei Sephora habe ich sie bestellt gehabt. Genau. Also, einmal die blaue. Die finde ich auch super schön, ne? Die blaue. Novina Volume 2. Da finde ich zum Beispiel diese blauen, grünen Töne. Auch schwarz dabei, ja. Ja, das ist schon interessanter für mich, sag ich mal. Wenn ich grün haben möchte, dann greife ich lieber zu ihr, weil dann habe ich auch was zum Verdunkeln und ich habe ein Innenwinkel-Highlight. Ich brauche ein Innenwinkel-Highlight. Also ich kann auch ein Innenwinkel-Highlight von was anderem nehmen, aber dieses Farbschema ist mir einfach lieber. Also ich finde es viel, 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 viel schöner, sag ich mal, als aus der 3. Bei der 3 war das Orange mir einfach zu gewaltig. So viel Orange trage ich gar nicht. Deswegen, ich mache auch 3, 4 Looks dazu. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. Ich kann irgendwie nicht mehr so lange sitzen, weil mein rechter Fuß schwillt an. Ist echt nervig. Also, wenn was nervig ist, dann ist es der rechte Fuß. Rechte Hand und rechter Fuß. Ich war ja gestern in der Uni, habe das mal abchecken lassen. Anscheinend normal. Ja, mich nervt das aber, weil es ist echt dann so ein Fettklotz, der mir einfach ja, am Bein hängt. Und wenn ich nochmal in den Kommentaren lesen muss, ich habe damit ja Erfahrung. Ja und? Ich teile mich doch einfach nur mit. Also ich habe doch auch nichts Verwerfliches gesagt. Also von daher. Und zum Schluss durfte Novina Nummer 5 mit. Nummer 4. Nummer 5 gibt es auch schon bald. Wunder, wunder, wunderschön. Ich glaube, das ist die Alltagspalette Nummer 1 für mich. Hier ist Lila dabei, aber seltens Pink, Glitzer, also doch schon, es ist was Romantisches. Ich hätte das wahrscheinlich zu Valentinstag rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wann sie es rausgebracht hat, aber total schön. Enduochrom, noch einer, also wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich hier am meisten drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so, so schön ist, sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich schon eher bestellt. Ja, vielleicht ein paar Alltagslooks, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, die Amis machen einfach viel zu viel Aufwand. Wisst ihr, was ich meine? Sie stellen die Palette vor, ja, klar, schön und gut, aber da ist so viel Aufwand dahinter, das ist für den Otto-Normalverbraucher echt schwierig. Also, wenn ihr irgendeine Palette zuerst sehen wollt, die ich reviewen werde, wahrscheinlich wird zunächst jetzt die Huda kommen, weil sie relativ neu ist. Die anderen sind ja schon etwas älter, weil da habe ich auch im Deutschen gar nichts gefunden und es hat mich echt geärgert. Weil ich wollte gestern eigentlich ein paar Looks angucken, aber ging halt nicht. Ja, das war's auch. Ich habe von Sephora dann noch Lippenstifte bekommen. Der ist ganz, ganz toll von Kat Von D. Ich glaube, der heißt Mother. Ja. Finde ich ganz toll. Hätte ich eh in Miniatur gekauft. Und noch eine Miniatur Fenty. Das ist Fenty Glow. Ich bin froh, dass ich nur die kleine Version habe. Ich finde, das sieht schon mit Raucherzähnen. Also so, wenn man keine gebleachten Zähne hat. Ganz schwer aus. Ich meine, ich rauche jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Ich habe halt noch gelbliche Zähne. Es ist auch eigentlich normal, dass man nicht von Natur aus mega hier Alpina-Weiß hat, ja? Lieber Gosch zulassen. Genau, das und ein paar kleine andere Proben fand ich echt nett. Also es war echt überrascht. Da waren so viele Proben drin und wirklich gute. Also wisst ihr, was ich meine? So ein Lippenstift und sowas. Da hat man auch Lust, was auszuprobieren. Also jetzt weiß ich ganz genau, das ist eine ganz tolle Formel. Könnte ich mir weitere angucken. Ich bekomme nächste Woche bestimmt noch einige andere Schätze, die bei mir so antrudeln. Ich sammle das Zeug ja und dann zeige ich euch das als dann im Zusammenhang. Genau, und helft mir, mein Kram wieder loszuwerden. Vielleicht ist ja was von euch dabei. Für euch dabei.
Ich glaube, ich verlinke mal meinen Insta-Account, normalen Account, und unter meinem Insta-Account findet ihr ja auch den Sale-Account. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.